Das ist das neue Pixel von Google, das erste Made by Google Smartphone, und zwar in der normalen Größe und in der XL-Version. Wenn man das iPhone daneben nimmt, merkt man, dass es dem sehr ähnlich ist. Wenn man sich die Rückseite betrachtet, unterscheidet es sich, und zwar hat Google das obere Drittel des Rückens belegt, und zwar mit Gorilla Glass, wie man mir sagte, unter anderem um die Antennenfunktion zu verbessern. Das hat 5 Zoll, das hat 5,5 Zoll, also ist das XL ein echtes Phablet. Das ganz Neue an diesem Gerät, und das hat man auch nur hier, ist der Google Assistent. Den ruft man auch auf wie Google Now, indem man zum Beispiel sagt, okay Google, italienische Restaurants in der Nähe. Dies sind die Einträge für italienische Restaurants in der Nähe im Umkreis von 4 Kilometer. Die Idee ist hier, dass man sich immer auf der Ebene des Assistenten befindet und eher je nach Anfrage Informationen zieht, ohne auf eine andere App zu verweisen. Und dieser Assistent ist das Besondere, das Neue bei Pixel, und wird vielleicht eine neue Dimension der künstlichen Intelligenz auf Smartphones einläuten. Google wirbt beim Pixel mit der am besten bewertetsten Kamera. Die Kamera ist auch sehr gut. Was mir sehr gut gefällt, ist auch die App selbst. Und zwar ist die sehr übersichtlich gestaltet. Man kann schnell den Weißabgleich ändern, HDR an- oder ausschalten, Blitz und so weiter. Und sehr praktisch ist, dass die Belichtungskorrektur hier an der Seite sitzt und man immer in jedem Modus sofort hoch oder runter ziehen kann. Und was man auch schön sieht, ist, dass der Autofokus relativ schnell arbeitet. Mir persönlich gefällt das normale Pixel besser als die XL-Variante. Es liegt sehr gut in der Hand, es ist leicht, und die XL-Variante, also das Phablet, ist mir ein bisschen zu schwer und klobig. Das gilt aber auch für andere Phablet-Modelle. Das Schöne ist bei dem Pixel, dass die Kamera bei beiden die gleiche ist und dass man eigentlich nur Abstriche machen muss beim Akku. Der ist natürlich hier kleiner und logischerweise auch beim Bildschirm. Aber auf beides würde ich verzichten und mich doch für dieses entscheiden, auch weil in dieser Farbkombi dieser Aufsatz nicht so auffällt. Und der Preis am geringsten ist, er ist aber immer noch sehr hoch. Und die Frage ist, ob man 759 Euro ausgeben will für dieses zweifelsohne Oberklassen-Smartphone. Denn gerade in der Android-Welt ist mit Samsung, Sony, LG und anderen sehr viel gute Konkurrenz. Und da muss man sich überlegen, ob einem das wert ist für dieses Geld.